Duisburger Jungdelfin stirbt nach 12 Tagen. Das am 22. Dezember im Duisburger Zoo geborene Delfinbaby ist am Sonntag unerwartet gestorben. Das gab der Duisburger Zoo gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Das kleine Männchen schien völlig gesund und hatte innerhalb der ersten 12 Tage fast 10 Kilogramm an Gewicht zugenommen. Am Wochenende war jedoch aufgefallen, dass das Muttertier und ihr Kalb deutlich langsamer schwammen als gewöhnlich. Eine kurzfristig entnommene Blutprobe wies einen stark erhöhten Kaliumgehalt auf. Das Tier wird nun an einer veterinärmedizinischen Fachfakultät untersucht. Sternsinger im Duisburger Rathaus. Oberbürgermeister Sören Link hat gestern zahlreiche Sternsinger im Duisburger Rathaus empfangen. Die als heilige drei Könige verkleideten Mädchen und Jungen brachten Gottes Segen. Unter dem Leitwort Segen bringen Segen sein, Respekt für dich und mich für andere, in Bolivien und anderswo, stand die 58. weltweit größte Solidaritätsaktion in diesem Jahr. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Sie wird getragen vom Kindermissionswerk der Sternsinger und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Rück- und Ausblick bei der Bundesagentur für Arbeit. Einen leichten Anstieg der durchschnittlichen Arbeitslosigkeit verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2015. Dies treffe vor allem auf den Bereich der Grundsicherung, also auf das sogenannte Hartz IV zu. Bei der Jugendarbeitslosigkeit hingegen spricht Ulrich Käser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Duisburger Arbeitsagentur, von einer positiven Entwicklung. Im Jahresdurchschnitt 2015 waren 2.663 unter 25-Jährige arbeitslos. Seit 2008 ist das für die Jugendarbeitslosigkeit die niedrigste Quote. 2016 könnte diese Zahl jedoch wieder ansteigen, da viele Flüchtlinge in diese Altersspanne fallen. Generell werden die Zufluchtsuchenden den Arbeitsmarkt und auch die Arbeitsmarktpolitik in diesem Jahr beeinflussen. Wir werden natürlich aufgrund der Flüchtlingsthematik damit rechnen müssen, dass die Arbeitslosigkeit in Duisburg ansteigen wird, wenngleich wir sehr viel jetzt schon getan haben, um natürlich auch die Integration von Flüchtlingen zu beschleunigen. Wir haben eine eigene Einrichtung jetzt für Flüchtlinge, den Integration Point, hier in der Windgenstraße eingerichtet und gehen davon aus, dass es uns auch gelingen wird, eine gute Zahl von Bewerbern mit diesem Migrationshintergrund zu vermitteln. Eine generelle Nachfrage des Arbeitsmarktes nach Flüchtlingen als Arbeitnehmer sei vorhanden. Ein Problem stelle jedoch die Sprachbarriere dar. Die Bundesagentur für Arbeit möchte deshalb gerade dort ansetzen und vor allem in die Sprachförderung investieren. Die dafür benötigten Mitarbeiter sowie Förder- und Integrationsprogramme werden aus zusätzlichen Mitteln finanziert. Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt gegenüber Flüchtlingen sinken können, betont Käser. Bautätigkeit in Duisburg steigt wieder. Die Bautätigkeit auf dem Duisburger Immobilienmarkt steigt. Das geht aus Zahlen der Statistikexperten des Regionalverbandes Ruhr hervor. Insgesamt 493 Wohnungen wurden 2014 fertiggestellt. Das entspricht einem Anstieg von 11% gegenüber dem Vorjahr. Seinen Tiefpunkt hatte der Wohnungsbau in der Stadt im Jahr 2010 mit nur 315 Fertigstellungen. Seit 2000 wurden knapp 10.100 Wohnungen neu gebaut. Das war in etwa 20 Neubauwohnungen je 1000 Einwohner. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr mit neuen Tarifen. Ab dem 1. Januar 2016 gibt es neue Tarife im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr und somit auch neue Fahrkarten. Tickets, die vorher gekauft wurden, sind nur noch bis zum 31. März 2016 gültig. Fahrgäste können also entweder mit den alten Tickets bis zum 31. März fahren oder ihre alten Tickets bis zum 31. Dezember 2018 gegen Fahrscheine mit dem neuen Tarif umtauschen. Sie zahlen dafür keine Bearbeitungsgebühr, sondern lediglich den Differenzbetrag zum dann gültigen Fahrpreis. Der Umtausch ist nur im Kundencenter der Duisburger Verkehrsgesellschaft am Hauptbahnhof möglich. Fahrgäste, die nach dem 31. März 2016 noch mit einem alten Ticket in Bussen und Bahnen angetroffen werden, müssen ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro bezahlen. Wiedereröffnung des Hallenbads Töppersee verschiebt sich. Badefreunde müssen auf die Wiedereröffnung des Hallenbads Töppersee noch warten. Grund ist, dass im Rahmen der Grundreinigung und Wartung noch zusätzliche Arbeiten notwendig sind. Daher wird das Hallenbad erst am Montag, den 18. Januar, wieder geöffnet. Der Betreiber Duisburg Sport bittet dafür um Verständnis. Weitere Informationen gibt es unter der Hotline für Bäder und Sportstätten und im Internet unter www.duisburgsport.de.
Gegen Vormittag noch leicht bewölkt, rückten heute am Nachmittag immer mehr Wolken in Duisburg an und das Wetter wurde bei maximal 8 Grad immer ungemütlicher. Für Mittwoch sieht es mit 0 Sonnenstunden, 7 Grad in der Spitze und Dauerregen nicht besser aus. Auch am Donnerstag meint es der Wettergott nicht gut mit uns. Maximal 8 Grad und weiterhin viel Regen stehen uns bevor. Passend zum Wochenende am Freitag sollte es dann überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen bleiben beständig bei maximal 8 Grad. Das neue Jahr hat kaum begonnen und es wird wieder fleißig geblitzt auf Duisburgs Straßen. Am Mittwoch zum Beispiel auf der Düsseldorfer Landstraße in Buchholz und auf der Friedrich-Alfred-Straße in Rheinhausen-Mitte. Und auch die Baustellen sind geblieben und verhindern die freie Fahrt. Die Regenberger Straße und die Spessartstraße in Mitte-Meiderich sind zwischen Lagerstraße und Reinholdstraße noch bis Ende Januar gesperrt. Grund hierfür sind andauernde Bauarbeiten am Kanal. Außerdem ist die Bruchstraße in Hochheide noch bis voraussichtlich Mitte Juli 2016 gesperrt. Auch hier sind Kanalbaumaßnahmen der Grund. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine angenehme und staufreie Fahrt.